Warum nehmen die sogenannten Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen eigentlich so viele Kinder mit? Da gibt es jetzt einen ganz üblen Verdacht. Hier ist Punkt 12 mit allem, was heute wichtig ist. Aufruhr um Novak Djokovic. Es wird immer kurioser. Die offenkundigen Ungereimtheiten im Streit um seine Einreise und der merkwürdige Auftritt seiner Familie vor der Presse. Superfood als Mogelpackung? Teure Lebensmittel wegen Matcha, Hanf oder Chiasamen. Aber wie viel von diesen Inhaltsstoffen sind tatsächlich drin? Wir haben uns das mal ganz genau angesehen. Challenge für Amira Pocher. Nach ihrem Mann Oliver wagt auch sie sich bei Let's Dance aufs Tanzparkett. Und wer wäre ihr Traumtanzpartner? Dienstag, 11. Januar. Hier ist Punkt 12 mit Katja Burkhardt. Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Missbrauchen Corona-Gegner ihre Kinder etwa als Schutzschilder? Der Verdacht steht im Raum. Auf den sogenannten Spaziergängen wird gegen die Corona-Maßnahmen